Also in meinem Alltag ist mir Technik eigentlich, bevor ich das studiert habe, noch gar nicht so viel aufgefallen. Und als ich dann hier angefangen habe, hat man gemerkt, wie viel Technik eigentlich im Alltag eine Bedeutung hat und wie oft man es eigentlich benutzt. Im Endeffekt hat es ja schon damit angefangen, dass früher die ersten Menschen, die versucht haben, ein Werkzeug zu erstellen, auch schon Technik benutzt haben. Und es gehört eigentlich so ein bisschen zum allgemeinen Bildungsgut. Technik ist einfach überall vorhanden, in jedem Detail des Tages. Also in der technischen Bildung geht es darum, dass wir erstmal und danach auch die Schüler, die wir später ausbilden, im Endeffekt ein bisschen näher an die Technik heranbringen und denen ein bisschen was vermitteln von dem technischen Verständnis, was wir in der Uni lernen. Es ist ein Unterrichtsfach, was an allgemeinbildenden Schulen oft gegeben wird und es hat einen ganz großen pädagogischen Wert, denn man fühlt etwas, man produziert etwas mit seinen eigenen Händen. Das Studium Technik ist sehr vielfältig. Man kann damit viele verschiedene Bereiche abdecken, beispielsweise das Lehramt. Dort gibt es verschiedene Bereiche, nämlich das Haupt- und Realschullehramt. Dann natürlich auch das Förderschullehramt, wofür man hier an der Uni Sonderpädagogik studieren sollte. Man kann an außerschulischen Lernorten tätig werden oder in der Sonderpädagogik beispielsweise in Werkstätten arbeiten. Und natürlich kann man auch in die Forschung gehen oder an der Uni arbeiten. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich wenigstens ein kleines bisschen für Technik interessiert. Man muss eigentlich gar nicht so viel Vorwissen mitbringen, denn ich zum Beispiel war die obergroße Niete in Physik und habe hier das erste Mal verstanden, wie das eigentlich funktioniert mit dem Strom. Und dann muss man natürlich auch mit seinen Händen arbeiten und viel einfach neugierig sein, um Sachen auszuprobieren. Man kann sich auswählen, was man zum Beispiel in welchem Semester gerne am liebsten studiert. Die Grundmodule müssen am Anfang studiert werden. Dazu gehört Holz, Metall und Elektrotechnik. Dort geht es vor allen Dingen darum, Dinge selber herzustellen und die Grundfertigkeiten zu lernen. Dann gibt es einmal die theoretischen Inhalte. Dazu gehört Technikdidaktik, die Technikphilosophie und die Technikgeschichte. Dann gibt es die Automatisierungstechnik. Dort gibt es solche Inhalte wie Lego beispielsweise, wo man einfach lernt, wie die Automatisierung vielleicht auch unsere Welt heutzutage beeinflusst. Dann gibt es das Fertigungslabor. Im Fertigungslabor arbeiten wir vor allen Dingen damit, Sachen selber auch herzustellen, beispielsweise mit dem 3D-Drucker, dem Laser oder man kann auch selber Platinen herstellen. Und es gibt das technische Zeichnen, bei dem man erstmal mit einem Programm arbeitet, das Werkstücke herstellen kann und dort auch testen kann, ob die funktionieren und natürlich auch lernt, wie man Sachen zu Papier bringt und einen Entwurf herstellt. In der technischen Bildung ist es auch so, dass die Forschungsergebnisse in den Abschlussarbeiten, in den Forschungsablauf der technischen Bildung integriert und dort mitgenutzt werden. Wir haben zum Beispiel selber Tutorials erstellt, die in den Schulen gezeigt. Und die anderen Gruppen, die arbeiten jetzt mit unseren Ergebnissen weiter, bauen darauf auf und nachher hat man ein cooles Ergebnis. Also man kann selber sogar, wenn man möchte, den Werdegang verfolgen von dem Rohmaterial, was man selber am Anfang hatte, zu dem, was nachher durch viele Hände gelaufen ist, viele Studierenden sich den Kopf gemacht haben. Das Technikstudium ist sehr praxisnah, gerade die Werkstattzeiten am Anfang in den Basismodulen. Was man dort lernt, findet man nachher in den Schulen auch zu 100% wieder. Es gibt auch Module, wo beispielsweise Schüler in die technische Bildung kommen, um dort mit uns zusammen zu arbeiten. Man kann schon mal ein bisschen seine Lehrerkompetenz, seine Lehrerpersönlichkeit ausprobieren, um den Schülern Wissen zu vermitteln. Außerdem arbeiten wir mit anderen Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Museen und der Industrie zusammen. Im Bachelor geht es vor allen Dingen darum, erstmal die Grundlagen des BNE, also der Bildung für nachhaltige Entwicklung, zu legen. Und im Master geht es dann darum, das praktisch in der Schule umzusetzen. Ich glaube, die Werkstatt ist eine Möglichkeit, zusammen zu arbeiten. Und Inklusion ist ja sehr wichtig in jeder Schule im Moment, denn auch jeder Lehrer wird Menschen mit irgendeiner Art von Beeinträchtigung in seiner Klasse haben. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wie differenziere ich in solch heterogenen Gruppen überhaupt, was mache ich vielleicht im Technikunterricht und wie kann ich es auch vielleicht einfacher gestalten für die Person mit Beeinträchtigung, die in meiner Werkstatt mit mir zusammen und der Klasse zusammenarbeitet. Also das Technikstudium macht auf jeden Fall besonders, dass es ein kleiner Studiengang ist, was für viele Leute total wichtig ist, weil man einfach hier reinkommt und man fühlt sich willkommen und man kennt sich und die Meister sind total hilfsbereit. Dass man im Techniktrakt per Du durch die Gegend läuft. Die Dozenten sind immer vor Ort, man kann immer nachfragen, wenn noch irgendwas ist.
Die Seminare sind relativ klein, dementsprechend hat man einfach viel Zeit, auch Fragen zu stellen und sich einfach auszutauschen. Und was auch schön ist, unsere Fachschaft organisiert immer viele tolle Events, auch teilweise hier in der Werkstatt, wo man einfach dann vielleicht zur Weihnachtsfeier kommt, dort nochmal andere Studenten trifft und auch zum Kneipenabend in die Stadt eingeladen wird, um einfach mal Oldenburg kennenzulernen, wenn man neu hier ist beispielsweise. Es ist sehr, sehr angenehm. Es ist ein schon kollegialer Zusammenhalt auch mit den Professoren und Dozenten.